Wir beschäftigen uns heute mit dem Relais. Ein Relais ist eigentlich nichts weiter als ein Elektromagnet. Ich habe das hier mal versucht darzustellen. Ich habe hier den Elektromagneten, den habe ich hier als Spule dargestellt mit einem Eisenkern. Und der betätigt einen Schalter. Das Schicke ist dabei, der kann den Schalter in beide Richtungen betätigen. Und so könnte man zum Beispiel eine Alarmanlage aufbauen, indem ich sage, ich habe hier einen Stromkreis, welcher, wenn das Relais nicht angezogen hat, also nicht betätigt ist, leuchtet. Und welcher aber, also nicht der Stromkreis leuchtet, sondern die Lampe leuchtet. Und sobald das Relais aber anzieht, das heißt also, sobald hier Strom fließt, dann leuchtet die Lampe nicht. Das kann man in Alarmanlagen gebrauchen. Jetzt gucken wir mal, wie so ein Relais aussieht. Ich habe hier so ein Relais und möchte das mal vergrößert darstellen, um zu sehen, wie diese Kontakte da auch wirklich durch diesen Elektromagneten betätigt werden. Mach mal bitte. Auf und zu, immer wieder. Immer klick, klick, klick. Bloß gegentippen, reicht. Nochmal, gegentippen. Immer nur gegentippen. Ich hoffe, es ist zu sehen. Das Relais ist also nichts weiter als dieser Elektromagnet hier. Ich habe hier also diese vielen Windungen drauf. Und da habe ich diese Schalter, die ich eben im Prinzip-Schaltbild gezeigt habe. Also hier dieser Schalter, der ist damit gemeint. Das Relais selber, wir bauen mal das Ganze als normales Schaltbild auf. Dann haben wir hier dieses Relais, da ist dargestellt, dieser schräge Strich stellt dar, dass das also eine, das ist nur eine Windung, dass da viele Windungen drauf sind. Man bezeichnet im Allgemeinen dann das Relais selber, das heißt den Elektromagneten des Relais mit Groß R, 1, 2, 3, weiß der Kuckuck was. Und damit man dann ein bisschen unabhängiger wird, hat man noch einen Arbeitsstromkreis, der mit einem Umschalter des Relais und zwar dadurch gekennzeichnet wird, dass man sagt, man schreibt hier einfach ran klein R1 und da kann man ganz viele Relais anordnen und weiß immer, dass dieser Elektromagnet, dass dieser seinen eigenen Schalter betätigt und das kann man mit ganz vielen machen und dadurch geht es. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt zu sehen ist.